Hallo mein Einhörnchen, Coco ist in die Kinos gekommen und der Film war einfach so schön und da wurde ich auch noch gefragt, hey, hast du nicht Bock, was dazu zu machen? Und ich meinte, hey, na klar, ich liebe Dia de los Muertos und deswegen habe ich viele coole Sachen geschickt bekommen, super viel Bastelzeugs, Blumen, Glitzer vor allem, womit man mich ja immer kriegt und diesen Totenschädel und deswegen dachte ich, werden wir heute einfach diesen netten Herrn oder diese Dame, man weiß nicht mehr so genau, was es mal war, ein bisschen, schön machen. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Wir lassen uns alle mal überraschen. Als erstes werde ich ihm jetzt die Augenhöhlen ausglitzern. Die Nasenhöhle auch? Ja, warum nicht? Nachdem ich einmal mit dem Pinsel in Bastelkleber rein bin und dachte, ich könnte ihn danach einfach auswaschen, benutze ich jetzt lieber meine Finger. Weil es hat nämlich nicht geklappt. Und danach musste ich den Pinsel wegschmeißen. Denkt immer dran, wenn ihr irgendwas beglittert, packt immer ein Stück Papier drunter, damit ihr danach das überschüssige Glitzer, was ihr nicht benutzt habt, einfach wieder irgendwo reinschmeißen könnt. Und jetzt ballern wir das ganze Zeug einfach hier rein. Dann muss man nämlich auch nicht geizen, weil man schüttet es ja danach eh wieder zurück. Mal abgesehen davon, auch wenn man es nicht zurückschüttet, sollte man trotzdem nicht mit Glitzer geizen. So. Und... So, egal was jetzt noch passiert, wir sind schon mal safe. Mit glitzernden Augenhöhlen kann man nichts mehr falsch machen. Also ich dachte, wir machen diese Blumen hier auf jeden Fall oben drauf. Und ich hätte auch gerne so eine Frida Kahlo Augenbraue aus schwarzen Pailletten. Das ist schon mal fix. Und alles andere muss ich mir jetzt noch kurz überlegen. Um die Augen rum male ich ihm jetzt noch so ein Muster. Das, was man oft dann an Karneval oder Halloween bei Mädels sieht, die nicht wissen, als was sie gehen sollten und dann einfach entscheiden, ich gehe da als das. Aber es fällt ja auch in die gleiche Zeit. Ursprünglich wurde es mal an einem anderen Tag gefeiert, aber dann kamen die Christen und alle dachten, hey, es wäre doch eine schlaue Idee, um niemanden so richtig sauer zu machen. Wir legen das mal alles aufeinander. Und deswegen wird Dia de los Muertos jetzt an Allerheiligen gefeiert. Aber ist ja egal, solange alle glücklich sind. Das ist schon ein Satz, der extrem häufig in der Geschichte fällt. Und dann kamen die Christen. Ja, das stimmt allerdings. Also für alle, die Coco noch nicht gesehen haben, ist es wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Film. Nicht nur wegen den Farben, der Musik, sondern auch wegen der ganzen Story. Weil alle waren so, okay, Pixar macht einen Film übers Sterben. Aber es geht gar nicht so sehr ums Sterben, sondern es geht eher um Familie und Musik und... ums nicht vergessen werden und feiern irgendwie auch. Und der ganze Film ist so schön bunt und die Animationen sind auch echt richtig krass. Also wer auf sowas steht, und ich bin tatsächlich gar kein Spanien-Fan, ich weiß, es ist Südamerika, aber trotzdem bin ich eigentlich nicht so ein großer Fan davon. Und ich war danach auch so, wow, ich möchte eine Sprache lernen, Gitarre spielen lernen und mir bunte Kostüme anziehen. Und mehr über diese Kultur erfahren. Und gerade jetzt, finde ich, ist es umso wichtiger, südamerikanische Kultur Menschen näher zu bringen, besonders Amerikanern. Also ich rede von, ihr wisst schon, von was für Amerikanern ich rede. Vorzugsweise. Orange. Vorzugsweise die, die orange sind und kleine Hände haben und Mauern bauen wollen. Tja, jetzt wäre wieder Zeit für das Kawaii GoPro Headpiece, damit ihr seht, was ich hier mache. Vielleicht nehmen wir das wirklich mal in Angriff im Januar. Hey GoPro, wollt ihr mir eine GoPro schenken? Zeit für eine Frida Kahlo Augenbraue. Die kommt übrigens auch im Film vor. Die Augenbraue? Mit Frida Kahlo dran. Sie haben mir eine Sache mitgeschickt, die ich seit 15 Jahren oder so nicht mehr in der Hand hatte, und zwar Glitzerkleber. Wie gut ist das bitte? Den habe ich komplett vergessen, dass es den überhaupt gibt. Deswegen müssen wir ihn auf jeden Fall benutzen. Ich weiß, was viele von euch denken. Dass der Film bestimmt von lauter Weißen gemacht wurde und die überhaupt keine Ahnung haben, wie es überhaupt da aussieht. Aber ich war bei der PV, also bei der Pressevorstellung, und da waren die Macher und die haben echt coole Sachen erzählt, dass sie mit dem südamerikanischen Kulturministerium zusammengearbeitet haben und dass sie die Leute, die synchronisiert haben, die übrigens auch alle von da kommen, beim Sprechen aufgenommen haben, weil die Gestik einfach so speziell ist, dass die Animatoren danach gesagt haben, okay, wir müssen die Leute einfach aufnehmen, weil wir können nicht animieren, wie die halt sind. Wir müssen es in echt sehen. Und das gleiche gilt auch für die Gitarrenszenen.
die sehr iconic sind, wie ich finde, wenn es um Animation geht und Musik in Animation. Also Coco war wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend auf vielerlei Ebenen. Gerade für Leute, die vielleicht auch selber Animation machen oder sich dafür interessieren. Oder die sich vielleicht auch einfach nur für Südamerika und Dia de los Muertos interessieren. Die haben einfach so witzige Sachen geschickt. So ein Kram hatte ich als Kind und habe mir das ganze Gesicht damit vollgeklebt. Also es ist nicht so, als hätte sich viel geändert und ich würde mir jetzt nichts mehr ins Gesicht kleben. Aber ich hatte sie sehr lange nicht. Woher kommen die? Wo kann ich sie wieder kaufen? Zeit für die Blumenkrone. Dinge, die ich gelernt habe. Blumen sind sehr wichtig, weil sie quasi den Pfad der Toten markieren. Und viele streuen dann eine bestimmte Art von Blumen einfach von deren Altar. Die haben alle so Altare, da stehen die Fotos von den Verstorbenen drauf. Manche teilweise bis zum Friedhof, damit die Toten den Weg zurückfinden. Also diese Tradition ist einfach so, so schön. Und eine ganz andere Art, dem Tod auch zu begegnen, als bei uns. Bei uns ist immer alles so ernst und traurig. Und die gehen dann einfach auf den Friedhof und feiern. Also feiern das Leben, feiern aber auch die Toten. Und ich glaube, so gerätst du auch viel weniger in Vergessenheit bei deinen Verwandten, wenn du nicht mehr lebst. Ich zum Beispiel würde auch wollen, dass, wenn ich sterbe, alle feiern anstatt trauern. Auch trauern, aber auch feiern. Und dass es viel Leckeres zu essen gibt und alle meine Lieblingsmusik hören, die dann zwangsläufig für den Tag auch deren Lieblingsmusik sein muss. Und ich möchte auch einen coolen Grabstein haben. Einen aus Plexiglas oder so, nicht so einen langweiligen aus Stein. Mit LED-Beleuchtung und immer wenn jemand vorbeiläuft, sage ich irgendeinen Satz und alle erschrecken sich dann immer auf dem Friedhof. Aber in Deutschland gibt es garantiert irgendwelche seltsamen Bestimmungen, dass man irgendwas nicht machen darf. Bin ich mir sehr sicher. Nein, das geht nicht. Ihr Grabstein muss genau aus diesem Stein sein und muss genau so und so aussehen. Aber wenn nicht, dann wird mein Grabstein ziemlich fancy. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie euer Grabstein so aussehen würde. Das ist es jetzt geworden. Ein bisschen speziell, weil es ist ein bisschen Frida Kahlo, aber es ist auch ein bisschen Drag Queen Party, aber es hat auch einen Bart und glitzert. Ist egal, ich glaube, Frida Kahlo hätte das sehr gefallen. Wir haben sogar am gleichen Tag Geburtstag, ich liebe Frida Kahlo. Naja, auf jeden Fall, falls ihr noch mehr darüber wissen wollt, googelt auf jeden Fall Dia de los Muertos, das ist super interessant. Es gibt 1 Million Videos dazu, die man sich bei YouTube oder sonst wo angucken kann. Und falls ihr noch mehr Bock bekommen habt, geht auch ins Kino. Coco ist wirklich sehr schön und ich hoffe, er bekommt einen Oscar. Und Animationsfilme sollte man sowieso immer unterstützen. Und ja, ansonsten vergesst nicht zu abonnieren und einen Daumen nach oben zu geben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Frohe Weihnachtszeit. Tschüss!